Heute im Video soll es um die 4 Punkte gehen. Und zum einen will ich euch Team Bikini Shape Mitgliedern noch einmal auf den Zahn fühlen und sagen so, hey, was ist denn eigentlich unsere Basis? Dann die Vorteile vom Snacken, die Nachteile vom Snacken und ich möchte euch eine Lösung bieten, wie ihr dem entgegenwirken könnt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. So, es geht bei uns ja um das Thema Snacken in einer Diät und ich möchte damit sagen, in erster Linie, euch vor allem auch daran erinnern, dass es völlig in Ordnung ist, auch mal zu snacken. Ja, das ist bei mir auch so, wenn ich jetzt auch nicht wirklich auf einer Diät bin, sondern eher meine Figur halten muss, möchte. Und zwar, weil ich wirklich jeden Monat 1, 2 Fotoshootings für die Men's Health habe oder diesen Monat auch auf der Shape war, auf dem Cover. Es ist wirklich okay, wenn man auch mal zwischendrin snackt. Das ist bei mir auch so. Und heute im Live-Video wird es auch darum gehen, wie oft ich eigentlich snacke. Kommen wir jetzt also zum ersten Punkt. Und zwar, was ist eigentlich unsere Basis? Unsere Basis in der Bikini Shape Community. Nur nochmal zur Erinnerung, ja. Wir essen 2 Riesenmahlzeiten am Tag. Wir machen intermittierendes Fasten, sprich wir essen die ersten 4 bis 6 Stunden erstmal nichts und danach kommt die erste große Mahlzeit und danach gegen Abend die 2. große Mahlzeit. So esse ich auch tagtäglich, obwohl ich nicht in einer Diät bin. Der Vorteil davon ist, dass man sich einfach tagsüber während der Arbeit viel besser konzentrieren kann und da nicht schon die Lust hat, irgendwas zu essen. Und die ganze Zeit denken, ach ja, was könnte ich dann als nächstes essen? Nein, wir lernen damit auch, mit unserem Hungergefühl umzugehen, das ein bisschen nach hinten raus zu verzögern. Wir lernen damit umzugehen, wenn wir Hunger haben, auch mal Nein zu sagen. Ich kann noch durchhalten, mein Körper braucht nicht sofort was zu essen. Und der wichtigste Punkt ist, wir lernen wieder mit unserem Hungergefühl zu spielen und das wirklich auch zu spüren, was richtiger Hunger ist. Und das fehlt den meisten Frauen heutzutage. So, natürlich ist es im Bikini Shape Home und Gym Programm keine Pflicht, nur 2-mal am Tag zu essen. Für alle diejenigen, die sagen, oh, 2-mal am Tag, das halte ich überhaupt gar nicht aus. Die können auch 3-mal am Tag essen. Das sind keine Pflichten, das sind Vorgaben, die ihr einhalten könnt, die es euch einfacher machen nach einer Zeit. Natürlich jetzt in den ersten 2 Tagen, nicht wenn ihr es das erste Mal ausprobiert, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Das hilft euch, dran zu bleiben und eure Figur ja noch schneller zu erreichen, als ihr es eigentlich erreichen würdet mit irgendwelchen anderen Methoden. Optional habt ihr die Möglichkeit, 2-mal am Tag richtig große Mahlzeiten zu essen. Und dann die 3. Möglichkeit, beziehungsweise die in Anführungszeichen, 3. Mahlzeit als kleinen Snack einzubauen. Aber auf alle Probleme, und da seid ihr wirklich nicht allein, gehen wir heute, nur nochmal zur Erinnerung, um 21.30 Uhr im Live online und auf diese Probleme, individuellen Probleme von euch ein. Gerade die, die das Premium-Home-Programm haben, die werden sogar ins Live geholt. Und können da ihre individuellen Probleme ansprechen und ich werde dann auch individuell auf ihre Probleme antworten. Und alle anderen aus der Community können währenddessen zuhören und das hilft euch natürlich auch. Nur nochmal zur Erinnerung, damit ihr das auch wirklich wahrnehmt, diese Möglichkeit, hilft euch vielleicht auf eure Probleme zu projizieren und anzuwenden. Auch wenn ihr euch nicht traut, ins Live zu kommen. Und natürlich durch unsere 2 riesengroßen Mahlzeiten, die eigentlich geplant sind, haben wir gar keine wirklichen Gelüste oder Hungergefühle mehr, weil wir große Mahlzeiten essen, die uns tatsächlich auch richtig satt machen, mit viel Gemüse, mit viel Obst, mit vielen Kohlenhydraten. Ja, wir essen High-Carb-Rezepte, nicht Low-Carb. Und die Kombination aus vielen Kohlenhydraten mit vielen Fetten probieren wir zu vermeiden. Deswegen High-Carb-Rezepte, ja. Das bedeutet nicht, dass wir komplett auf Fette verzichten, weil die auch essentiell sind. Also beziehungsweise es gibt essentielle Fette, die wir aufnehmen müssen tagtäglich über die Nahrung. Nicht vergessen, ich meine damit nicht komplett auf Fette zu verzichten. So, was sind denn jetzt die Vorteile vom Snacken? Ja, es geht super schnell. Wir haben es meistens griffbereit und können es einfach so irgendwo kaufen und
haben es direkt mal reingeschoben. Die Nachteile vom Snacken. Ja, die Nachteile vom Snacken. Dadurch, dass ihr wirklich so automatisch während des Arbeitens auch mal zwischenrein snackt, die Nussschale, die rechts neben euch steht, während es meistens, ja, nicht nur 100 Kilokalorien, die ihr zu euch nehmt, sondern vielleicht mal auch ein bisschen mehr. Und dadurch, dass ihr das wirklich so automatisch macht, verliert ihr dann meistens auch, und das ist auch ein wirklich richtig großer negativer Punkt, den Überblick, wie viele Kalorien ihr eigentlich zu euch nehmt. Schwierig in der Diät, wenn man seine Kalorien tracken möchte. Einfacher natürlich, und da kommen wir jetzt gleich auch zur Lösung, wenn ihr euch schon vorbereitet, wie viel ihr snacken möchtet, wie viel ihr euch einplant zum Snacken und dann tatsächlich auch diese Menge hinstellt, und wenn sie leer ist, ist sie nun mal leer, aber ihr habt trotzdem zwischendrin snacken können. Aber bevor wir wirklich zur Lösung kommen, möchte ich noch sagen, dass es natürlich nicht optimal ist, die ganze Zeit zwischendrin zu snacken, weil dadurch bleibt euer Insulinspiegel hoch. Es kommt hier natürlich auch immer ganz drauf an, was ihr snackt. Dementsprechend ist der Insulinspiegel höher oder niedriger, aber das ist eh schlecht während der Diät, weil ihr in dieser Zeit kein Fett verbrennt. Größter Nachteil vom Snacken. So, also die Lösung jetzt für euch ist, wir snacken nur im äußersten Notfall. Ja, es ist was anderes, wenn wir vielleicht mal auf dem Geburtstag sind, aber wenn wir zu Hause sind, wenn wir unseren ganz normalen Arbeitsalltag haben, dann können wir es uns schon so einplanen, dass wirklich die zwei Mahlzeiten so reichen und uns so sättigen vom Volumen her und von den Kilokalorien und von den Mikronährstoffen, dass wir auch tatsächlich 3, 4, 5 Stunden sogar auch satt bleiben und nicht zwischendrin snacken müssen. Und gerade dann, wenn wir uns vielleicht sogar umgewöhnen oder umstellen auf dieses Nicht-Snacken, wird es uns vielleicht schwerfallen. In dieser Zeit trinken wir vielleicht dann ein bisschen mehr. Das hilft uns da ein bisschen, in diesen Rhythmus reinzukommen vom intermittierenden Fasten und nur 2 Mahlzeiten am Tag essen. Und wenn ihr tatsächlich die Möglichkeit habt, eine große Mahlzeit vorzuziehen, ja, also wenn ihr angenommen mittags jetzt schon eine Mahlzeit gegessen habt, aber so merkt so, jetzt bekomme ich wieder richtig Hunger, und hier geht es nicht nur um so ein Hüngerchen, sondern wirklich Hunger, ja, dann sagt ihr, okay, ich bin jetzt zu Hause, ich habe die Möglichkeit, jetzt meine zweite richtig große Mahlzeit zu essen, bestenfalls habt ihr sie natürlich schon vorbereitet, ja, dann esst ihr eure zweite richtig riesengroße Mahlzeit, die euch dann definitiv bis zum Abend oder auch über die Nacht noch satt halten wird. Ihr unterschätzt es manchmal, wie viele bzw. wie lange euch große Mahlzeiten satt machen, und vor allem die richtigen Mahlzeiten, die es natürlich auch im Programm gibt. Deswegen täuscht euch da mal nicht und probiert es wirklich aus. Also, dann zieht ihr dann vielleicht eure riesengroße Mahlzeit vor, anstatt einen kleinen Snack mit einzuschieben, und seid dann auf jeden Fall gut gesättigt. Anderenfalls, wenn ihr zum Beispiel in der Arbeit seid und wisst, vielleicht bekomme ich manchmal so Gelüste, gerade jetzt bevor ich meine Tage bekomme, ist natürlich auch immer so ein kritisches Thema um die Periode herum. Manche bekommen diese Heißhungerattacken auch, was heißt Heißhunger, eher diese Snackattacken, dann eher gegen Abend, gegen Ende der Periode. Denen kann ich dann genau dasselbe raten. Probiert eure Snacks mit einzuplanen, gerade in dieser Zeit, ja, sucht euch einen Plan B, wenn ihr mal Lust auf einen Snack habt, habt einen Plan B, plant den Snack dann auch mit ein, und gerade in dieser kritischen Phase um die Periode rum, und dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite, dass euch nichts passieren kann. Und wenn ihr jetzt unbedingt Lust auf Süßes habt als Snack und eigentlich eine ganz andere Mahlzeit vorbereitet habt, ist eigentlich auch kein Problem, dann könnt ihr eure zweite große Mahlzeit auch in zwei unterschiedliche Mahlzeiten teilen, und wo ihr dann sagt, okay, hey, dann die eine Hälfte von den Kilokalorien mache ich in einer riesigen Portion, zum Beispiel Grießbrei, der süß ist und mit vielen Beerenfrüchten noch zusätzlich, und die andere Portion wird einfach eine riesen Portion Reis mit viel Gemüse sein. Also definitiv auch eine super Option, kombiniert als Lösung. Und dann als letzten Punkt ist es natürlich auch gar kein Thema, wenn ihr jetzt nur Lust auf eine süße Mahlzeit habt, dann macht ihr euch einfach als letzte Mahlzeit einen riesengroßen süßen Snack, der in den unterschiedlichsten Varianten aussehen kann. Auf meinem Bikini-Shape-Profil habe ich sehr, sehr viele Rezepte auch schon aufgeführt, neben meinem Kochbuch
Und neben meinen Rezepten aus den Online-Programmen, die ihr auch nachmachen könnt, zum Beispiel Bananenbrot kommt jetzt auch bald online, dann Porridge kann man auch abends essen. Also niemand sagt, dass ihr nur ein Porridge nur mittags essen oder morgens essen dürft. Was heißt dürft? Dürft ist auch immer so eine Sache. Also das sind Vorgaben, die ihr einfach so ein bisschen auf euch selber auch anpassen könnt. Und ja, wie es euch einfach reinpasst und wie es euch damit auch vor allem auch gut geht. Und wie ihr die Diät dann auch durchziehen könnt. Also zusammenfassend möchte ich sagen, dass es nicht schlimm ist, jeder seine eigenen Problemchen hat in seiner Diät und wir versuchen uns auf 2, maximal 3 große Mahlzeiten zu beschränken, dadurch das Snacken zwischenrein unnötig zu machen, beziehungsweise darauf werden wir dann nach einer Zeit gar keine Lust mehr haben, zwischenrein viel trinken, damit ihr auf jeden Fall dieses Gefühl zwischen richtigem Hunger und eigentlich habe ich nur Durst unterscheiden könnt und intermittierendes Fasten hilft euch dann auch wirklich dabei. Und wie gesagt, heute im Live nicht vergessen, 21.30 Uhr in der Bikini Shape Community, in der geschlossenen, werden wir nochmal auf eure Fragen individuell eingehen. Und wenn ihr jetzt noch mit dabei sein möchtet, könnt ihr euch gerne unten, während der Challenge gibt es jetzt noch 30% Rabatt aufs Premium-Programm, indem ihr euch dann tatsächlich auch ins Live mit einloggen könnt und mir eure Probleme erzählen könnt. Und ich gehe dann individuell auf eure Probleme ein. Das ist wie ein günstigeres Life-Coaching, individuelles Ernährungs-Diät-Betreuung und nutzt es. Das ist ein Top-Angebot, das euch allen so viel mehr nützen würde, wenn ihr es noch mehr nutzt. Also seid um 21.30 Uhr online in der geschlossenen Bikini Shape Community oder holt euch jetzt das Home- oder Gym-Programm mit allen gesunden Rezepten, einem gesunden Trainings- und Ernährungsplan. Wir nehmen High Carb gesund ab, langfristig, kontinuierlich, aber dauerhaft erfolgreich, ohne Jojo-Effekt. In diesem Sinne, einen wunderschönen Start in die neue Woche, Motivation Monday. Wir sehen uns heute um 21.30 Uhr. Bis dann! Herzlich willkommen zu einem neuen Video heute zum Thema, ja, das musste ich mir wirklich ganz genau überlegen und dann habe ich mir gedacht, okay, fangen wir vielleicht an mit einem motivierenden Thema zum Thema Snacken, das wir gestern schon in der Insta-Story angefangen haben. Hier sitze ich mit meinem Smoothie und leider mit meiner Brille, weil ich meine Kontaktlinsen irgendwo verlegt habe, keine Ahnung, wo die sind. Ich muss sie mir aber sowieso mal neu bestellen, weil ich glaube, die trage ich schon ein bisschen mehr als einen Monat.